Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit den Decklisten der Leinen Liga. Ist ja letzte Woche zu Ende gegangen mit dem letzten Match, mit einem überraschenden Ende. Könnt nochmal da reinschauen, falls ihr wissen wollt, wer gewonnen hat. Beziehungsweise, das seht ihr ja jetzt dann bei den Deckprofiles. War eine coole, lustige Aktion für uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, was wir danach als nächstes Projekt machen werden. Das war ein langfristiges Projekt, das mehr Zeit zum Planen gebraucht hat. Und bin eigentlich ziemlich froh, wie es abgelaufen ist. Fast reibungslos. Größte Sorge war eigentlich nur die Bandliste. Aber kam ja bisher immer noch nicht. Das ist schon fast ein halbes Jahr. Abgesehen halt von der Adjusted Bandlist, aber das hat eigentlich nur Jackpots getroffen. Also Pepe, damals noch. So haben wir hier. Das erste Deckprofil, Bargisch, aka GB Kollega, mit seinem Gravekeeper Deck. Hat zweimal gewonnen, gegen Alex gewonnen, der Praktikant mit Pepe. Hauptsächlich, weil der Praktikant halt gar keinen Plan von dem Deck hatte. Und wegen Kaiser Kolosseum, die er übrigens, wie nennt man das, irregulär im Deck hatte. Deswegen hat er auch 43 Karten im Deck. Er hatte seine Decklist abgegeben und zu der Zeit hatten wir halt Kaiser Kolosseum Kass gehypt und dann hat er die halt getestet und dann bei dem ersten Match gegen Dimi vergessen die rauszutun und deswegen musste er die jetzt dann für den Rest der Liga weiterspielen. Ansonsten ganz normal sein Gravekeeper Deck. Und der zweite Sieg war halt gegen Chong, schlechtes Matchup für Satella. Necrovilly zerstörtes Deck, kein Altair, kein Call und sowas. Und dann hat er halt gegen Cosmo und Magic Spectre verloren. Ansonsten nichts Besonderes in dem Deck. Nageldeck ist verrückt, Spiegelkraft vielleicht. Und im Side-Deck natürlich Stardust und Starlight Road. Wer uns verfolgt, der weiß, dass das seine Spezialität ist. Dann haben wir auch auf dem zweiten bzw. dritten Platz, teilt er sich mit Barish, haben wir Chong, aka Chong. Ist mit Tell angetreten, extra für die Fans, weil die das unbedingt sehen wollten. Hat auch zweimal gewonnen, zweimal verloren. Und zweimal verloren gegen, wie gesagt, Bargisch und Gravekeeper. Und dann hat er einmal gegen Pepe verloren. Pepe viel zu krass. Und zwei überraschende Siege hat er gegen Magic Spectre und gegen Cosmo. Also er spielt die Artifact Engine und dreimal Skybridge und zweimal Instant Fusion, also sehr aggressiv. Ansonsten, wie man hier sehen kann, sehr, sehr viele Fallen. Alpha und Strike und dann auch noch Sanctum. Und dann halt Side-Deck noch mehr fallen, Duft und Iron Wall, also wenn er die alle zieht, dann kann er auf jeden Fall viele Duelle gewinnen. Dann haben wir auf den letzten Platz, er wurde disqualifiziert, weil er das bei dem letzten Match gegen Tati nicht angetreten ist, sonst hätte er vielleicht gewinnen können. Der Praktikant, der Alex mit seinem Pepe-Deck, also das letzte Match gegen Tati wäre das einzige Match gewesen, wo er sein Deck hätte ändern müssen, wegen der Adjusted Bandliste. Ansonsten hier noch das davor, ganz normal Pepe. Gewonnen hat er gegen Chong und Dimi. Beide sehr schnell zerstört, Dimi direkt Rage quittet. Und verloren hat er, also technisch gesehen, gegen Tati, weil er da nicht angetreten ist. Und dann gegen Bargisch, weil er das Deck überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Aber wenigstens hat er es versucht. Wir wollten euch Vielfalt an Decks bieten und er hat sich dann bereit erklärt, Pepe zu spielen. Ansonsten war er auch der Organisator für die Matches, wo er auf jeden Fall kläglich versagt hat. Seine Rolle im Team ist auf jeden Fall fragwürdig und bei der nächsten Liga werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Dann kommen wir zum Gewinner, Tati. Natürlich mit Cosmo. Hat dreimal gewonnen, zweimal gewonnen und einen TKO-technischen Sieg bekommen und einmal verloren. Man muss bedenken, das Deck hat er schon irgendwann im November gebaut, sogar vor November vielleicht. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das Cosmo-Deck sich weiterentwickelt hat seitdem. Ihr seht noch zwei Forerunner, zweimal Wicked Witch, Sword Trooper, nur ein. Also wenn, dann spielt man drei oder gar keinen. Dann Twin Twister Main, Colosseum, die Ausrüstungszauberkarte, nur zwei Cosmojo, kein Warning. Also das war alles noch am Anfang Testphase, sehr neu, sehr unentwickelt, sage ich mal, das Deck. Und da Cosmo ja TCG-only ist,
konnte Tati sich bei keinem was abschauen. Also hat er sich das mal so zusammengebaut. Und lief nicht schlecht. Er konnte die Line der Liga gewinnen. Demi Stack, much respect habe ich jetzt nicht, weil er zu unfähig ist, mir das zu schicken. Aber er hat eher krass abgekackt. Er hat nur geragequittet, also echt schlecht gebaut. Also das Deck muss man echt nicht zeigen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Nächste Woche gibt es noch ein kleines Fazit von den Leuten, falls ich das hinbekomme. Wird schwer, die sind alle zurzeit ziemlich nutzlos. Außer Tati natürlich, der ist immer krass. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video und bis dahin, leidet nicht. Oida, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.